Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die beiden zentralen Fragen bei Auswahlproblemen kennen. Und zwar, ist die Reihenfolge wichtig und ist Mehrfachauswahl erlaubt? Außerdem solltest du die Anzahl der Möglichkeiten in jedem dieser vier Fälle berechnen können. Dein Ziel für dieses Video ist, die Anzahl der Möglichkeiten zu berechnen, 8 Eier einzufärben, wenn man 4 Farben zur Verfügung hat. Schauen wir uns die Aufgabenstellung einmal genauer an. Zum Einfärben von 8 nicht unterscheidbaren Ostereiern stehen 4 Farben zur Verfügung. Kleine Bemerkung am Rande: Die Reihenfolge beim Einfärben spielt keine Rolle. Kommen wir nun zur Fragestellung, und zwar: Auf wie viele Arten können die Ostereier eingefärbt werden? Ein kleiner Tipp an dieser Stelle: Denke an das entsprechende Beispiel mit Bällen und Boxen. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere das Video und wir sprechen dann noch über das Ergebnis. Also gut, beantworten wir als erstes noch unsere beiden zentralen Fragen. Erstens, auf die Reihenfolge kommt es nicht an. Und zweitens, Mehrfachauswahl ist erlaubt. Wir können ruhig mehrere Ostereier in derselben Farbe einfärben. Das heißt, wir haben es hier mit einer Kombination mit Mehrfachauswahl zu tun. Damit wir uns jetzt die Situation ein bisschen besser vorstellen können, machen wir uns einfach ein Bild davon. Wir haben jetzt hier 8 nicht unterscheidbare Ostereier und 4 Schüsseln, in denen jeweils eine der Farben vorbereitet ist. Und jetzt wollen wir jedes Ei in genau eine dieser Schüsseln legen, um es einzufärben. Das heißt, wir haben insgesamt n gleich 4 Farben bzw. Schüsseln und k gleich 8 nicht unterscheidbare Eier. Wir wissen, wir haben es mit einer Kombination mit Mehrfachauswahl zu tun. Das heißt, wir haben hierfür jetzt eine Formel, mit der wir arbeiten können. Und zwar, wir wissen, die Anzahl der Möglichkeiten ist hier dann genau k plus n minus 1 über n minus 1, also für dieses konkrete Beispiel hier 8 plus 3 über 3 bzw. 11 über 3. Das heißt, wir haben insgesamt 165 Möglichkeiten, die Eier einzufärben.